Mich treibt meine Neugierde an. Es ist immer noch wirklich ein Abenteuer, verborgene Geheimnisse der Biologie zu entdecken. Die tausenden unterschiedlichen Zelltypen und Milliarden an Neuronen, die sich verbinden. Und die Frage, wie das auf Molekülebene zu verstehen und zu kontrollieren ist. Dietmar Schmucker ist molekularer Neurowissenschaftler und hat die letzten 20 Jahre in den USA und im belgischen Leuven gearbeitet. Hier in einer der ältesten Universitätsstädte Europas forscht er an den Schnittstellen von Molekular- und Entwicklungsbiologie, Bioinformatik und Medizin. Für das Gehirn des Menschen bestimmen nur einige tausend unterschiedliche Gene über Billionen von Synapsen, mit denen die Nervenzellen untereinander verknüpft sind. Welche Mechanismen steuern also, wie sich dieses unvorstellbar komplexe Netzwerk verdrahtet? Vor allem möchte ich verstehen, wie diese Menge an Informationen entsteht, die notwendig ist, um ein sehr komplexes Netzwerk von Nervenzellen aufzubauen. Also, woher kommt diese Information? Antworten gibt es auf unterschiedlichen Wegen. Durch Computersimulationen etwa oder Versuchsreihen an Drosophila-Fliegen mit veränderten Genabschnitten. Um spezifische Nervenfasern zu identifizieren und zu verfolgen, spritzt Schmuckers Team fluoreszierende Proteine in die Eingänge zu den Nervenzellen. Und was jetzt passiert ist, dass sich der Farbstoff in der Membran des Neurons ausbreitet, das sich in dieser Öffnung befindet. Dadurch kann man dessen Verbindung zum zentralen Nervensystem verfolgen und die hochverzweigte Konnektivität innerhalb des zentralen Nervensystems sehen. Wenn wir sie also mit zwei verschiedenen Farben markieren, sehen wir, wo sie sich berühren und so bekommen wir einen Einblick, wo die Synapsen sind. Und das ist wichtig für uns im Hinblick auf die Art und Präzision der Vernetzung. Ein besonderes Forschungsobjekt? Der Frosch. Und seine Metamorphose von einer Kaulquappe zum erwachsenen Tier. Schmuckers Team erforscht, was molekular und anatomisch beim Übergang passiert, wenn ein komplettes sogenanntes Rewiring im Nervensystem stattfindet. Die Kaulquappe an sich ist vollkommen funktionsfähig. Sie kann jagen, schwimmen und unter Wasser existieren. Für die neue Aufgabe Frosch müssen die neuronalen Netze geändert werden, Verbindungen lösen sich und werden neu verdrahtet. Das alles geschieht aufgrund der Anweisungen des Genoms. Informationen werden neu miteinander kombiniert, Signale gesandt und Synapsen entweder stillgelegt oder aktiviert. Schmucker und sein Team haben Methoden und Techniken entwickelt, die helfen sollen zu verstehen, welche molekularen Mechanismen der Verschaltung des Nervensystems zugrunde liegen. Diese Gruppe macht eigentlich die ganze Arbeit. All diese Menschen verdienen meine volle Anerkennung. Es ist ein großes Privileg, mit so talentierten Menschen in einer Gruppe als Labor zusammenzuarbeiten. Und ich wähle Menschen unterschiedlicher Expertise, mit viel Ehrgeiz und Elan. Salsa tanzen ist Schmuckers Leidenschaft. Hier kann er abschalten und auftanken. Mit der Humboldt-Professur haben wir die neue Möglichkeit, unser Forschungsportfolio zu erweitern. Wir können Dinge einbeziehen, von denen ich schon lange geträumt habe. Es gibt hier in Bonn einen echten Plan, den ich bereits sehen kann. Und ich bin sehr froh, daran beteiligt zu sein. Dietmar Schmucker soll in Bonn ein grundlagenorientiertes neurowissenschaftliches Zentrum mit aufbauen. Vor allen Dingen ist es jedoch die Zusammenarbeit mit anderen Forschern, die Schmucker nach Bonn zieht. Die Expertise von Membranbiologe Thorsten Lang mitsamt der Technik am Limes-Institut in Bonn macht es Schmucker möglich, molekulare Strukturen viel genauer zu untersuchen als bisher. Mit dem Neurowissenschaftler und Leibniz-Preisträger Frank Bratke wartet auf Schmucker ein alter Freund und Kollege am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. In Bonn wird an der Zukunft gebaut.
ein herausragender Standort der Neurowissenschaft, an dem auch Dietmar Schmucker seine Reise in neue Forschungsfelder fortsetzen wird. Mit dieser Auszeichnung bekommt man die Möglichkeit, seine Lieblingsexperimente durchzuführen, seine brennendsten Fragen zu verfolgen und zu versuchen, diese zu beantworten. Und damit sofort loszulegen.